Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Project Unstable. So, wir sind ja noch weiter dabei, unseren Harvester irgendwie mit Stärmchen zu versorgen. Ah, Purple ist doch mal da. Ich habe ihn schon gerade mit Hallo Purple begrüßt. Ja, ich bin hier brav, ne? So, und es wurde gemeint, dass hier hinten der Stromeingang wäre, aber das habe ich jetzt auch gerade mal getestet. Da läuft nichts rüber, auch wenn ich den Furnace Generator irgendwie anschmeiße. Und außerdem hat er es ja mit dem anderen Generator von Ender.io direkt funktioniert. Also, daran liegt es leider nicht. Ich habe auch mal geguckt, diese hier RedNet Cable scheinen nur Kabel zu sein, die ein Redstone-Signal weiterleiten können, aber keinen Strom. Wir brauchen Ender.io Conduits. Und zwar Energy Conduit, mache ich mir mal. Dafür brauchen wir Conductive Iron, was relativ einfach zu machen ist. Wir brauchen zum einen ein bisschen Redstone und ein bisschen Eisen. Perfekt, habe ich sogar schon alles da. Dann gehen wir in die Schmelzerie. So, 1, 2, 3. Hallo? Willst du verarschen? Achso, hä? Ich darf in den Furnace-Mode gehen, sondern in den Dingens-Mode. All Smelting, genau. Einmal das und 1, 2, 3 hier hinein. Dann muss hier unten noch irgendwas zum Verschüren rein. Nehmen wir mal ein Kühlchen. So, dann läuft es auch mal. Ist aber auch irgendwas anderes vorgeschmolzen, oder? Da müsste doch Glas oder sowas rauskommen. Naja, genau. So, jetzt schmilzt das zusammen. Perfekt. Danach müssen wir noch für die Conduits das Conduit Binder herstellen. Das macht man aus Binder Composite und den bekommt man aus zweimal Sand, einmal Clay und sechsmal Gravel. Sand habe ich. Dann brauchen wir Gravel. Gravel, Gravel. Ich nicht noch irgendwo Kies rumliegen? Da. Und ein wenig Lehm. Lehm? Hallo? Lehm! Hier? Da. Zwei Stück, das reicht ziemlich genau. So. Also, wir müssen jetzt hier zweimal den Lehm rein. Dann machen wir hier mal flup und flup. Zip, 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 zip. Und zweimal den Sand. So, dann kriegen wir 16 Stück raus. Die verbraten wir hier mal gerade. Zwei Stück das und wen ist das Zeug hin? Die Split da. Perfekt, funktioniert. Warum funktioniert es jetzt nicht? Nichts doof. Conductive Iron. Eisen. Und Redstone. Und zwar nur eins, oder? Nee. Ach so, ich bin auch ein Spack, das geht ja hier rüber. Also nochmal Eisen und Redstone. Und hier unten kommt dann jetzt einfach mal. Ach komm, da rennen wir in Jungle Wood. Genau, und zieht er das rüber. So, wir brauchen erstmal drei Stück, um da überhaupt irgendwas machen zu können. Das heißt, auf den nächsten müssen wir auch noch warten. Und dann kriegen wir zumindest schon mal den Harvester bepowert und können das unten ein bisschen schöner machen. So, zudem brauchen wir dann für den Harvester Upgrades. Das sind sie nicht dabei. Das hier sind sie. Upgrade Emerald, das ist ein bisschen viel. Platinum, Diamond ist auch ein bisschen heftig. Lapis, Lapis ist zu wenig. Copper, Bronze, Silver, Gold. Quarz ist zum Beispiel mal interessant. Großes Plastik ist kein Problem, Redstone ist kein Problem. Und Netherquarz müssten wir dann nochmal schnell herstellen. Netherquarz, Netherquarz, Ore. Das muss immer schmelzen, ne? Warum habe ich nur 5 davon?
Das ist jetzt ein bisschen wenig. Müssen wir uns vielleicht nochmal im Nähte vergnügen. Oder kann ich die... Nee, habe ich ja mit einer... Nee. Das sind welche, die gebraten werden müssen. Lag jetzt nicht nur an der Spitzhockey. So, aber um das Upgrade kümmern wir uns später. Oder wir machen ein Eisen-Upgrade, das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt haben wir auf jeden Fall unsere drei Eisen. Conductive Iron, um genau zu sein. Hier. Oh, jetzt haben wir die falsche Workbench genommen. So, da drum rum sitzt das da. 60? 64? Alter Finne. Das reicht erstmal. So, also Conduit Binder. Einmal rundherum. Dann den Conductive. Und dann haben wir mal 8 Energy Conduits. Energieüberträge. So. Also gucken wir mal, ob wir das jetzt irgendwie hinbekommen, dass das Teil da unten läuft. So, vielen Dank nochmal für den Kommentar, aber leider funktioniert das so nicht. Leider nein. Aber eure Kommentare sind immer äußerst gern gesehen. So, jetzt erstöpseln wir das Ding mal da dran. Ist er da dran? Mode in out? Nein. So, und jetzt kriegt er auch die Energie. Ach ja, wie schön ist das denn? So, Energie läuft. Jetzt komme ich bloß nicht mehr vorbei. Wie fährt denn der jetzt noch drin? Sogar noch ein bisschen was. Wo ist Le Axt? Da ist Le Axt. So, den muss ich jetzt irgendwie noch anschmeißen. Hatte ich nicht noch einen? Da habe ich ihn doch. Das lief doch schon mal. Och nö, funktioniert das mit Bärchen nicht? Das wäre seit hochgradig nervtötend. Das funktionierte nämlich schon mal. Ist ein Code, ist das ein Code, ist das ein Code? So, der Harvester sollte jetzt auf jeden Fall laufen. Genau, und ein 3x3-Feld würde er jetzt eigentlich abbauen, aber er baut nichts ab. Ach, Kacke. Das ist doof. Das ist sogar sehr doof. Ja, wie mache ich das jetzt? Müssen die jetzt vielleicht nur mit hinwischen oder so? Energie hat er, auch wenn das jetzt gerade nicht anzeigt. Müsste den aber eigentlich auch nicht aktivieren. Das ist jetzt nochmal geschwind oben. Dass ich mir jetzt hier gerade irgendwie einen kleinen Brain-Fail erlaube. Aber vielleicht wurde das in der Version hier geändert, dass es nicht mehr kann. Ist möglich. Trambackspec zum Beispiel hat es funktioniert. Dann mache ich das mit einem Harvester. Aber ich kann euch nicht beschwören, dass das hier funktioniert. Und ansonsten machen wir uns eine Baumfarm. Dann können wir nämlich mit der Baumfarm, einem Planter und dem Harvester dann schön unendlich Energie erzeugen im Prinzip. Weil die Dinge wachsen ja von selbst. So, ist ja irgendwas schon groß, was er ernten kann? Nee. Wir können mal rüber gucken. Da haben wir ja noch das andere Feld und da müsste auch noch normales Weizen stehen. Sollte dann auf jeden Fall funktionieren. Genau, da steht Weizen. Und Barley. So, das heißt, der müsste jetzt mal hier hin. Jupp, seht ihr? Die gespeicherte Energie hat er sofort umgewandelt. Nee, schade. Bärchen funktionieren nicht mehr mit dieser Version. Na, man lernt nie aus. Das hat schon mal funktioniert. So, wir machen daraus gleich mal Seeds, weil die Seeds werden wir dann für Botan hier noch in Hüli und Fülle benötigen.
Und düsen mal schnell wieder in unser sicheres Häuschen, um uns ein wenig aufs Öhrchen zu legen. So, Wein muss ich erstmal nicht abbauen. Dann schauen wir mal, was wir benötigen, um einen Planter zu machen. Und welche Pipes es gibt. Wir sehen, wir können einfach schon mit Golden Pipes und Diamond Pipes einrichten. Das ist dann gleich gemacht. Und dann haben wir schon mal etwas Funktionierendes. Halt, das da möchte ich. Also, wir wollen Pipes. Das sind nicht die, die ich meine. Das sind sie auch nicht. Logistics Pipes sind es auch nicht. Little Stone Bricks Pipe checked. Das sind sie doch. Golden Kinesis Pipe? What the fuck? Diamond Fluid Pipe? Golden Transport Pipe, da haben wir sie doch. Golden Transport Pipe brauchen wir und ein Diamond Pipe. Rezept sollte aber relativ einfach sein. Habe ich denn hier noch irgendwo freilaufendes Glas? Ich hatte doch vorhin 3 Stück in mein Inventar gepackt. Oder? Was ist da drin? Da war's da drin. So, dann schnappen wir uns 2 Dias. Und ein wenig Gold. Oh, das ist jetzt schon halbwegs reicht. Und jetzt einmal die Diamond Pipes. Und die Golden Transport Pipes. So, perfekt. Dann wollte ich noch gucken, was der Planter benötigt. Das ist dieses schöne Teil hier. Blauer Pot, Pisten und ein bisschen Plastik. Plastik haben wir noch genug. Perfekt. So, schub. Dann müssen wir den Inventar wieder so zugemüllt. Das ist nicht schön, dass mein Inventar so zugeschissen ist, von vorne bis hinten. Was suche ich eigentlich hier? Wo ist da Gold drin? Ach ja, keine Ahnung. So, das hier kommt jetzt erstmal da wieder rein. Bowls sind gerade nicht das Richtige. Die habe ich zum Glück schon mal gemacht. Zip, zip, zip. Da kriege ich eine raus, also brauchen wir 2 Stück. Und dann müssen wir uns einen Pisten zusammenbasteln. Bis aufs Holz habe ich auch alles da. Und Holz sollte jetzt eigentlich auch kein größeres Problem darstellen. Slup, slup, slup. Oh, jetzt haben wir da 2. So, damit muss aber auch gehen. So, Pisten. Wir haben Kabel, wir haben den Generator, wir haben den Harvester. Perfekt. Ja. Es ist erstmal nur ein 3x3 Feld. Das ist natürlich ein bisschen klein, aber es funktioniert erstmal. Dann suchen wir uns ein bisschen freie Fläche. Da unten habe ich überall die Walnussbäume hingestellt. Aber hier sieht's dann. Ich habe vergessen, das Ding zu craften. Ah! Käse, du bist voll unkonzentriert, Mann! Ja. Ja, ich weiche, ich weiche. Versuche es hier zu ändern. Aber hässlich, dass ich jetzt den Harvester nicht für die Beeren verwenden kann. Das geht mir gerade voll auf den Sack. Ich habe aber irgendjemanden gesehen, dass er schon eine funktionierende Anlage dafür hat. Ich sollte vielleicht auch Saplings mitnehmen, ne? Oh Mann. Bin er wieder so schlau. Nehmen wir gleich mal die Rubber Trees damit, die 2 Stück. Oh, komm. Und wir nehmen uns noch ein bisschen Bohnenmehl mit. Da haben wir nichts mehr, aber hier haben wir noch 4, das reicht. So, dann stellen wir den ganzen Käse jetzt mal auf. Muss ich mir noch ein paar. Alter. Muss ich mir noch ein paar Brötchen oder irgendwas zusammenbauen. Aber nicht mehr allzu viel zum Essen.
Ja, hier einmal rundherum freischlagen. Dann kommt der Planter da hinein. In den Planter kommen die Rubber Tree Saplings. So, das können wir dann bei Gelegenheit erweitern, aber vorerst muss es mal so reichen. Zup, zup. Ist ja nur, damit mal vorerst ein bisschen was generiert wird. Dann kommt hier die Golden Transport Pipe dran. Ja gut, und wie versorge ich das Ding jetzt mit Strom? Braucht das Ding Strom? Ich glaube schon, ne? Ja. Ich glaube, das kann ich aber auch eins tiefer setzen, oder? Ich bin mir auch nicht sicher, ob er in der Mitte frei haben muss. Testen wir jetzt mal, das weiß ich nämlich gerade auch nicht. Also das mal dran machen. Dann kommt der Harvester hier oben dran. Das heißt, hier kommen mal die Sachen drauf. Dann einen Harvester. Den bauen wir hier dran. Oh, nee. So, ich brauche immer schnell was noch drauf stehen. So. Aber ist er da drauf? Perfekt. Hier unten in die Verbindung muss dann die Diamond Transport Pipe rein. So. So. Und so. Und dann bräuchte man gar noch eine Kiste da drin, ne? Eigentlich ja schon. Kommt dann nämlich gleich der Rubber rein. So. Perfekt. Wird schon wieder Nacht, oder was? Nö. Okay. Das passt. Gut. Dann kommen wir hier von der Seite mal ran. Schnappen uns den Furnace Generator. Der wird angeschlossen. Perfekt. Schnappen uns die Kabel, das ist auch die Conduits. Na, machen das Ganze hier mit einer Erstbefeuerung. Wo haben wir denn ein unschuldigen Bäumchen? Da ist eine. So, komm mal hier. So, damit haut der Furnace Generator schon mal seine ersten Sachen raus. Perfekt. Und wird auch leer gesaugt. Wunderbar. So, aber ich wollte mal ausprobieren, ob der Planter das Ding auch eins drunter macht. Aber jetzt nur ein Rubber Tree Sapling. Nur noch welche. Jetzt unterschiedliche. Rubber Tree Sapling, Oak Sapling. Rubber Sapling, Rubber Tree. Achso, sind die Industrial Craft, die will ich hier nicht haben. Pfui, geh weg! Ja, der kann auch wegbleiben. Also einmal hier nach unten gehen. Den Planter anschmeißen. Rubber Saplings rein. Perfekt, funktioniert einwandfrei. So, ich brauche den Rubber Sapling. Der Rubber Sapling wird nämlich nach grün sortiert. Also die goldenen Pipes beschleunigen das Ganze. Die grünen Pipes. Grünen, so ein Schwachsinn. Die diamantene Pipe mit grün, rot und so weiter kann man dann einstellen, welche Items wohin sollen. Und dann testen wir das Ganze mal, bauen wir rein, damit wir nämlich an die ersten Sachen kommen. So. Jetzt wird der Baum hier weggesnackt, dann sehen wir, dass die ganzen Sachen hier rauskommen. Wunderbar. Dann haben wir jetzt halt Rubberwood und wir haben Raw Rubber. Die werden jetzt auch noch in die Sortierung eingefügt.
Das heißt, das Rubberwood kommt nach Rot, wird in den Furnace Generator gepackt und der Raw Rubber kommt nach, boah, jetzt habe ich die Farbe vergessen, Gelb. So. Und damit haben wir dann schon mal eine komplette automatische Farm. Der Furnace Generator hier mehr als genug Holz kriegen wird, um das Ganze hier laufen zu lassen. Testen wir es nochmal. Oh, es hat nicht funktioniert. Blöd, blöd, blöd. Darum reicht es auch erstmal so klein. Also wir werden es dann später noch mit einem Upgrade vergrößern, aber für den Anfang reicht es jetzt erstmal so, damit es mal überhaupt läuft. So, den kleinen Test möchte ich jetzt noch ganz gerne durchführen, aber dafür bräuchte ich Bone Meal. Habe ich denn noch Bone Meal? Von Hieb sehe ich gerade nichts. Eigentlich müsste das hier nur gepresst werden, aber ich habe keinen Eimerchen mehr. Gönnen wir uns das aber gerade mal, weil Eimer werden wir eh noch in Hülle und Fülle brauchen. So. Okay, wenn das erpresst, können wir mal schnell schlafen gehen. Ich hoffe, dass das Ding da unten noch im Chunk ist, damit es dann geladen wird, wenn ich hier im Baum unterwegs bin. Aber das sehen wir dann. So, 5 Bäume sollten reichen, dass wir es nochmal testen können. Wir müssen ja nur einen Baum gezogen kriegen. Dann könnten wir eigentlich auch dann versuchen, das da hinten schon mal irgendwie zu speichern, die Energie, die übrig ist. Der Furnace Generator und ziemlich gut voll. So, den hätten wir probiert, ne? So, das funktioniert. Der Blinks geht nach hinten, Holz geht da rein. Und Rubber müsste da reingegangen sein, genau 10 Stück waren da nicht drinnen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Jetzt sieht sogar nicht mal so schlecht Energie. So, ein Rubber Tree Sapling da rein. Blub. Den da mal rein. Ah, der Zombie Prince geht nicht. Wunderbar, Freunde, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier bei Project Unstable. Bis dahin bedanke ich mich und ciao!